Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Gleichstellungsbeauftragte, ich spreche heute darüber, nicht über die Frauenbeauftragte. Wir haben nämlich gleich zwei Instrumente, die eine Ungleichbehandlung in der Gesellschaft darstellen. Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte. Im Vorfeld wurde ich angesprochen, besorgt von Männern, kann man überhaupt sowas sagen? Ich musste die beruhigen und ihnen sagen, eigentlich ist das eine falsch verstandene Ritterlichkeit, wenn man nicht mal in der Lage ist, über Gleichheit zu sprechen, meine Damen und Herren. Und außerdem würde ich noch was dazu setzen, aber das verkneife ich mir. Es wäre schön gewesen, wenn so ein Antrag von dieser Ecke gekommen wäre und von einer Frau, dass endlich mal die Privilegien abgeschafft werden, die sie seit mindestens einem Vierteljahrhundert haben, meine Damen und Herren. Und ich werde Ihnen das auch beweisen und ich bin gespannt, was Sie mir darauf antworten. Rechtsgrundlage noch mal ganz kurz, Gemeindeordnung und sächsische Landkreisordnung. Damit Städte und Gemeinden größer als 20.000 Einwohner müssen hauptamtlich bestellen. Budget relativ groß, höherer Dienst, gehobener Dienst. Dort finden wir diese meist oder generell Damen. Grundgesetz Artikel 3 sagt eigentlich alles aus, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, wir hätten das gar nicht gebraucht. Meine Damen und Herren, ich bin das erste Mal mit diesem Problem in Berührung gekommen. Das war 1988 im Montabaur, da war ich in der Kreisverwaltung beschäftigt, das ist bei Koblenz. Und da hat die Dame Gleichstellungsbeauftragte, die eingeführt wurde, an unser Plateau, so ein großes, eine große schwarze Tafel, dran geschrieben, wörtlich, ich zitiere, auch die Männer können ihre Betten mal alleine machen. Das war der Einstieg. Da kam eine halbe Stunde später, stand drunter, das haben wir schon bei der Bundeswehr gelernt, Sie auch. Brauche ich keinen Kommentar zu geben, denke ich. Wenn man selbst Frauen damals motivieren wollte, mit mehr in die Politik oder mehr in die Wirtschaft zu gehen, so ist eine Pauschalierung, dass alle Frauen per se benachteiligt sind, nur weil sie Frauen sind, ein sehr untaugliches Argument. Auch Männer müssen ohne Unterstützung im Leben zurechtkommen, meine Damen und Herren. Die Gleichstellungsbeauftragten sind grundsätzlich mit Frauen besetzt. Daran hat man sich gewöhnt. Auch das ist bereits eine schlechte Stellung, meine Damen und Herren. Ich erinnere ganz mal kurz an den Wehrdienst, ich erinnere an den Zivildienst und ich erinnere daran, dass wir auch noch eine geringere Lebenserwartung in diesem Bereich haben. Nein, das sind die Frauen nicht schuld. Ich habe doch nur gesagt, dass es so ist. Das ist eine Tatsache. Und wenn das umgekehrt wäre, hätten wir bestimmt schon eine Gleichstellungsbeauftragte für die Verlängerung der Lebenserwartung. Darauf können Sie Gift nehmen. Meine Damen und Herren, ein bevorzugter Arbeitsplatz ist ja der öffentliche Dienst. Dort haben wir ja auch die Gleichstellungsbeauftragten. Da haben wir ganz interessante Zahlen. Öffentlicher Dienst gesamt für Frauen 114.000 und für Männer 50.000. Was macht denn dort eigentlich die Gleichstellungsbeauftragte, frage ich immer. Wir haben das im Bereich der Schule, das ist ganz interessant, im Primarbereich 90% Frauen, Gymnasialbereich 60% Frauen, Realschulbereich 55% Frauen, im Sekundarbereich Gemeinschaftsschulen 67% Frauen. Wo ist die Gleichstellungsbeauftragte, frage ich Sie. Und Sie können da Ihren Platz zur Verfügung stellen, Sie haben bestimmt eine Nachrückerin, dann machen Sie Frauenpolitik. Also, das ist doch ganz, ganz korrekt. Warum sitzen Sie hier? Wenn Sie meinen, dass die Frauen unterprivilegiert sind, dann machen Sie das. Die Meinung, wenn ich diese Zahlen vorlese, heißt dann immer, die Männer wollen das nicht, sie sind selbst schuld. Wenn Frauen in diesen Reihen nicht zu finden sind, dann muss die Gleichstellungsbeauftragte her, die als Vorturnerin die Frauen dort hineinschiebt. Meine Damen und Herren, diese Politik spaltet die Gesellschaft. Ich habe Ihnen doch eben ein Angebot gemacht, handeln Sie danach. Die Politik spaltet die Gesellschaft, die Jungen haben große Probleme. Das beginnt schon in der Schule aufgrund der Verteilung der Lehrer, was ich Ihnen gesagt habe. Es gibt kein männliches Bild mehr. Es gibt kein Vorbild mehr in der Schule. Das ist allgemein anerkannt, ein soziologisches Problem. Sie müssen sich mal mit beschäftigen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie keinerlei Reaktion zeigen, dass Jungen mehr Schulabbrecher sind, mehr Sprachschwierigkeiten haben, Les- und Lernschwächen haben, dann ist das ein Problem, was die Gesellschaft hat. Es gibt doch Eltern, die haben Jungs, nicht bloß Mädchen. Ich bin fein raus. Ich habe eine Tochter. Ich bin fein raus. Aber ich rede von denen, die bloß einen Jungen haben. Die müssen sich auch mal mit denen beschäftigen. Denken Sie mal daran. Meine Damen und Herren, der Einfluss ist Bildung für alle, wurde gestern gesagt vom Minister. Für Junges gibt es keinerlei Unterstützung. Auf den Kommunalebenen haben wir, meine Damen und Herren, gibt es kaum noch
männliche Amtsleiter, Frauenbürgermeisterin, meine Frau ist selber im höheren Dienst, Sie finden keine Männer mehr. Lassen Sie mich das mal aussehen, Sie können das doch alles sagen dann. Meine Damen und Herren, und als ich jetzt... Ja, lassen Sie mal sein. Meine... Passen Sie mal auf. Wir haben den Bericht der Gleichstellungsbeauftragten jetzt im Kreis Meißen. Ich bin ja im Kreis Meißen. Gucken Sie mal an hier, ich dachte, ich bin farbenblind. Das Rote hier sind die Frauen hier, Beschäftigung, ja? Und das andere sind die Männer. Ja, also das wollte ich Ihnen bloß mal zeigen. Jetzt gehe ich mal weiter. Wir haben also eine Unterstützung der weiblichen Bevölkerung und wir haben allerdings, wenn wir mal die Kriterien nennen, die Eigenschaften von Frauen werden eigentlich so dargestellt. Sie sind intelligenter, teamfähiger, führungsstärker, lösen die Konflikte besser, alles positive Eigenschaften. Warum muss ich die dann fördern, erschließt sich mir nicht. Und dann haben wir ja auch die Förderprogramme, habe ich für Jungs kein einziges gefunden. Allerdings habe ich keins gefunden. Es gibt nur gemeinsam, ich rede von Programmen nur für Frauen. Lassen Sie mich doch mal ausreden, das ist doch viel einfacher. Also, ich zähle mal auf. Was macht eine Dresdnerin aus? Kreativcamp für Frauen, Ferienlager für Mädchen, Frauenmesse, Frauenschwimmen, Mädchenferienlager, PC-Kurse für Frauen, Frauenwerkstatt, Fraueninfobörse, Frauenlesung, Eintrittspreise niedriger für Frauen, Infobörse für Frauen, Erzgebirgskreis, Besuche die Brautdruckerei, natürlich nur für Frauen und Geschenke Mädchen in der Krise. So wird es ausgewiesen. Ich zeige Ihnen das gleich. So wird es ausgewiesen. Ich zeige Ihnen das gleich. Wir haben... Ein Unternehmerinnenabend, den gibt es auch nicht für Männer, den gibt es nur für Frauen. So, dann gehen wir mal weiter. Beruf und Bildung. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Beruf und Bildung. 55% der Abiturienten sind Frauen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, bitte. Ist Ihnen bekannt, dass es... Ist Ihnen bekannt, dass im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungsbeauftragten in Dresden regelmäßig unter anderem die Veranstaltung gibt, Diskussionen mit Vätern, die in Elternzeit sind? Eine positive Sache, ich bin begeistert, aber erübrigt das nicht hier. Ganz toll, toller Ansatz, reicht aber nicht. Deswegen stehe ich ja hier. Lass mich weitermachen. Also Abitur 55% Frauen, Hochschule 56% Frauen. Aber jetzt kommt es, meine Damen und Herren, in den Förderschulen, da haben wir die Männer ganz vorne, die Jungs. Nicht? Da sind die Mädchen hinten dran. Und bei den Hauptschulen auch. Was meinen Sie, wenn das andersrum wäre, wo Sie da schon wären? Da hätten Sie schon wieder eine Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt. Das können Sie mir glauben. Und meine Damen und Herren, bei den ohne Abschluss sind auch die Jungs im Verhältnis 2:1 wieder ganz vorn. Könnte man wieder einsetzen, wenn es umgekehrt wäre. Die Berufswahl leben, meine Damen, da spreche ich Sie direkt an. Ja, die haben wir ja alle. Nur wenn man das nicht erreicht, ist nicht immer ein anderer dran schuld. Da muss man sich selber mal ein bisschen kümmern. Und es gibt mittlerweile einen Grundsatz bei Frauen, der ist folgendermaßen. Wenn ich Erfolg im Leben habe, ist das, weil ich so doll als Frau bin. Das trifft für Männer auch zu. Aber wenn ich keinen Erfolg habe, liegt es an den Männern, eindeutig. Wir haben die nächste Umfrage. Die letzte Umfrage jetzt in voriger Woche, DNN. Frauen wollen weniger Chefposten. Warum? Ich weiß es nicht. Ist gesunken von 28% auf 25%. Nachfrage sinken. Weiß ich nicht, warum sie es nicht machen. Ich möchte diesmal weitergeben. Die Berufswahl. Hochinteressant. Informatiker fest in Männerhand, 75.000 Euro pro Jahr. Germanistin fast in Frauenhand, 54.000 Euro. Ja, die Frage ist, wenn ich mehr Geld verdiene, muss ich einen anderen Beruf wählen. Das ist nun mal einfach so. Und bei den Ingenieuren haben wir das Verhältnis 5:1. Obwohl dieser Beruf hochbezahlt wird, stark nachgefragt wird, ist kein Interesse da. Ist ja auch normal, ist ja auch kein Problem. Aber man kann ja nicht rummeckern, wenn man dann weniger Geld verdient in Berufen, die schlechter bezahlt werden. Jetzt habe ich noch... Sie können doch... Ich hatte das Angebot vorhin schon gemacht. Reagieren Sie doch. Bei der gefahrengeneigten Arbeit, bei der Frühverrentung wegen Berufsunfähigkeit sind die Männer ganz weit vorn, meine Damen und Herren. Da gibt es aber keine Gleichstellungsbeauftragten. Da habe ich noch keinen gesehen, die auf dem Gerüstbau rumhüpfen wollen, im Straßenbau, im Hochofen. Keine Gleichstellungsbeauftragte in Sicht. Wird vielleicht noch mal kommen. Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ja, alle Zwischenfragen. Bitte sehr.
Ich habe eigentlich keine Zwischenfrage. Ich wollte eigentlich, was anderes können Sie jetzt ja, ich wollte darum bitten, dass etwas Ruhe ist. Ich meine, es ist zwar schön, dass also man dazwischen redet. Also die Sitzungsleitung haben ich, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Ja, aber dann möchte ich einfach wirklich... Also, Moment, jetzt muss ich das erstmal sortieren. Also die Sitzungsleitung habe ich und ich muss mal sagen, es gibt natürlich auch gewisse Beiträge, wo die Abgeordneten sich entweder freuen oder vielleicht auch eine andere Auffassung haben und Zwischenrufe sind immer erlaubt. Da habe ich ein volles Verständnis dafür. Gut. Aber er sollte trotz alledem... auch bitte jetzt so zur Kenntnis. Aber er muss doch trotzdem die... So, und Sie würden jetzt bitte in Ihrer Rede weiter fortsetzen. Also, meine Damen und Herren, ich mache da eigentlich nur Statistik. Ich weiß gar nicht, was Sie sich aufregen. Ich lege nur Zahlen vor. Die Zahlen sind doch nicht von mir. Die können Sie in Kamenz nachfragen, überall. Das ist doch nicht... Produzierendes Gewerbe haben wir 13.000 Männer, 3.000 Frauen. Wie gesagt, es wird meist höher bezahlt. Das liegt an jedem selbst. Ich habe hier die Statistik vom Handelsblatt vom 17.03. Da, meine Damen und Herren, wir haben ja immer das berühmte Problem mit dem geringen Verdienst. Das ist ja eigentlich ein Dauerthema. Das ist ja auch richtig, dass das so ist, dass Frauen weniger in der Lohntüte haben. Aber nachdem man mal das bereinigt hat, um die verkürzere Arbeitszeit, um den anderen Beruf und die Qualifikation und so weiter, meine Damen und Herren, kommen wir nur noch auf 7% Unterschied. Und da muss ich Ihnen sagen, spielt die Vertragsfreiheit, die wir in Deutschland haben, auch eine Rolle. Wenn ich natürlich einen Vertrag schließe, der schlechter ist wie ein anderer, dann bin ich eigentlich ein bisschen selbst dran schuld. Da muss ich ein bisschen deutlicher werden. Da muss ich nicht jemand vom Staat in den Rücken gestellt bekommen, der mir beim Abschluss des Vertrages hilft. Das muss nicht sein. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Vielleicht leuchtet Ihnen das ein. Es gibt noch eine Zwischenfrage von Herrn Schreiber. Herr Schreiber, bitte. Vielen Dank, Herr. Spangenberg. Vielen Dank, ich kenne den Namen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Ich hätte eine Frage, können Sie mir, also Sie haben ja eben gesagt, das liegt dann immer an den Frauen selber, können Sie mir sagen, ob Sie bei sich in der AfD, Partei, Fraktion, wie auch immer mal darüber diskutiert haben, warum in Ihrer Fraktion von 14 Abgeordneten nur 4 Frauen sind? Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Hat diese Diskussion bei Ihnen stattgefunden? Ich freue mich über diese Frage, die ist die beste Frage, die ich hören kann. Können Sie mal vorstellen, dass Frauen und Männer eine Entscheidungsfreiheit haben. Und wenn nicht mehr Frauen bei uns kandidieren, verehrter Kollege, dann kann ich die auch nicht dorthin tragen. Das ist doch gerade das, was ich kritisiere hier. Darum geht es doch gerade. Also, ist geschenkt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel machen. Nehmen Sie mal ein Beispiel aus der Wirtschaft, vielleicht begreifen Sie es dann. Also, passen Sie mal auf. Ein Hauseigentümer geht in eine Gärtnerei und möchte gern seinen Garten machen lassen. Ein Frauenbetrieb, da sagen die, machen wir gern, 50 Euro die Stunde, da sind wir da. Da kriegt er, wie unser Vorsitzender sagen würde, Schnappatmung, sagt um Gottes Willen, 50 Euro die Stunde, das kann ich nicht bezahlen, da sehe ich Gänseblümchen ein. Jetzt geht im selben Moment der Träger, ein Stahlträger seines Hauses kaputt. Und der müsste geschweißt werden, also die Statiker unter uns sollen jetzt nicht meckern, der kann natürlich nicht geschweißt werden, aber ich sag's mal so. Da kann er natürlich keinen Bindfaden drum wickeln, da muss er in eine Schweißerwerkstatt gehen. Und dort sind hauptamtlich Männer beschäftigt, die wollen aber 100 Euro haben. Jetzt muss er zahlen, verstehen Sie das? Das begreifen Sie nicht. Und wenn jetzt eine, verstehen Sie? Das ist das Problem. Und wenn jetzt eine Frau dort Schweißerin wäre, würde sie auch die 100 Euro bekommen. Das heißt also, die freie Berufswahl spielt eine Rolle. Zu viel Geld ich verdiene, so einfach ist das. Ein bisschen VWL könnte Ihnen mal ganz gut tun. Jetzt habe ich aber, pass mal auf, ich gebe Ihnen mal ein paar Kuriositäten mal mit auf den Weg. Jetzt kommen ein paar Kuriositäten. Können Sie sich noch an die berühmte Feuerwehrabgabe erinnern? Das war doch der absolute Hammer. Die war natürlich nur für Männer ausgelegt. Bei Frauen brennt es ja nicht. Also alle Männer mussten eine Feuerwehrabgabe leisten. Na, das ist ja klar. Und als das Ding dann in Brüssel gekippt wurde, wegen Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz, da habe ich ja nun gedacht, du zahlst mal jeder die Hälfte. Nee, da fiel die ganz weg. Also das war klar. Ja, ich habe ja auch noch den schönen Fall von der Monika Eberling. Es gibt nämlich auch eine Gleichstellungsbeauftragte, die wollte tatsächlich Gleichstellungspolitik machen. Und da ist sie klar ausgewählt worden in Goslar, denn das geht ja gar nicht. Die Frauenbeauftragte hat sich aufgeregt. Ja, meine Damen und Herren. Und jetzt gebe ich Ihnen mal ein paar Titel von Büchern, die hier im Lande sind. Und ich sage Ihnen, wenn die auf anderer Seite gelesen würden, da wäre was los hier. Ich lese Ihnen mal vor.
Männer haben keine Zukunft, die Krise der Männlichkeit, nur ein toter Mann ist ein guter Mann, Sternzeichen, Scheißkerl, der Mann ein Irrtum der Natur, Männer in Freilandhaltung, blöde Männer, Männer sind doof, warum Männer nicht saugen, ein bisschen Männer hast du jeder Frau und so weiter und so weiter. So, das sind die Titel. Stellen Sie mal vor, wir hätten das als Frauenliteratur haben, der wäre doch ein Aufstand, ne, oder nicht? Also, so ist das, meine Damen und Herren. Jetzt gebe ich Ihnen mal ein Leckerbissen. Passen Sie mal auf, ja. Jetzt gebe ich Ihnen mal ein Leckerbissen. Die von Ihnen so geschätzte Gleichstellung. Die von Ihnen geschätzte Gleichstellungsbeauftragte berichtet. Der Bericht der Gleichstellungsbeauftragte, gehobener Dienst, höherer Dienst. Da haben wir einmal hier, was haben wir denn, Mädchen macht's. Da steht drin, weil ich ein Mädchen bin, bin ich schön, intelligent und selbstbewusst. Das ist der Bericht der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Amtsblatt. Das geht noch so weiter hier. Da wird also hier Dreamstorming, oder was das heißen soll, nur für Frauen natürlich, Stressbewältigung. Dafür geben wir Geld aus, meine Damen und Herren. Aber wir können ja nachher nochmal drüber reden. Ich habe doch etwas mehr. Vielen Dank nochmal. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Ganz kurz nur, Frau Ministerin, Sie bringen wieder mal die Frauenbeauftragte mit der Gleichstellungsbeauftragten durcheinander. Das dürfte Ihnen eigentlich nicht passieren. Aber gut, ist ja nicht das Problem. Meine Damen und Herren, ich spreche hier auch nicht die Fraktionen an, ich spreche die Eltern an, die Söhne haben. Und die Söhne werden Sie irgendwann mal fragen, wieso wäre ich benachteiligt bei der Arbeitssuche. Es gibt viele Frauen, die das erlebt haben. Wenn Sie das nicht können, haben Sie Glück. Ich hatte ja gesagt, ich habe auch Glück, aber es gibt welche, die haben das nicht. Ich möchte Ihnen zum Abschluss nochmal, weil Sie doch so begeistert sind von meiner Rede, nehme ich an, habe ich hier eine Stellenbewerbung der Stadt Dresden mal mitgebracht. Darf ich mal vorlesen? Ist eine Stelle hier der Stadt Dresden, ganz neu. Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Was heißt das? Ausdrücklich. Das heißt also, Männer sollen es mal nicht sein, weil ja Frauen ausdrücklich aufgefordert werden. So, weiter geht es. Wir freuen uns über Bewerbungen von, lassen Sie mich doch mal ausreden, von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund. Also hier haben wir eine Reihenfolge. Erstmal soll es eine Frau sein. Dann soll es aber erstmal eine sein mit Migrationshintergrund. Dann kommt ein Mann mit Migrationshintergrund. Und wenn dann noch was übrig bleibt, kann sich man auch bewerben. Das ist Gleichstellungspolitik bei Ihnen. Vielen Dank. Applaus